die Vermittlungsstrategie, die sich gewandelt hat. Also es geht vielmehr nicht darum, rein Inhalt zu verändern, sondern zu vermitteln, sondern vielmehr dem Besucher wirklich dieses Gefühl mitzugeben, die Atmosphäre, das rüberzubringen. Zudem konnten die Besucher jetzt auch aktiv an der Neugestaltung des Museums und am neuen Konzept des Museums mitarbeiten und auch ihre eigene Meinung an die Neugestaltung des Museums und an das Pratrafo-Projekt weitergeben, um eben selbst an dem Projekt Museum, an dem Trafo-Projekt teilzunehmen und ja auch aus ihrer Sicht das Museum weiterzuentwickeln und moderner zu gestalten bzw. neu zu gestalten. Also ich registriere eine gewisse Aufbruchsstimmung, die natürlich nicht alle Beschäftigten so teilen, aber doch sehr viele merken, hier ist eine Tiefphase überwunden worden. Man muss dazu berücksichtigen, das Museum hat über lange Zeit gezittert, was den Fortbestand anging. Die Finanzsituation war so schwierig, dass letztendlich nur die Integration einerseits in das Welterbe, andererseits in eine Struktur anderer Museen eine Zukunft zulassen bzw. erhoffen ließ. Und diese Aufbruchsstimmung ist für mich aktuell das deutlichste Merkmal von Trafo. Wir sind unter einem Dach und Sie sollen nach Möglichkeit alle vier Anlagen besuchen, damit man so weiß, vom Altbergbau rüber bis denn zum neuen Hilfe Gottes, dass man das alles verinnerlichen kann. Seit früher war es verboten, da durfte man das nicht. Da hat es Ärger gegeben. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Man kann jetzt für jeden hier auf die Pauke hauen und jeden hervorheben. Das ist nur wieder das Schöne an der Sache. Zum einen beobachten natürlich die ganzen Mitspieler sehr genau, was in den einzelnen Häusern passiert. Es gibt also nach meinem Gefühl auch eine Art gesunden Wettbewerb, was ich sehr gut finde. Jeder hat seine eigenen Stärken und die jetzt herauszuarbeiten im Rahmen von Trafo ist erst einmal schlicht reizvoll. Da die anderen, die auch vom Trafo-Projekt berührt sind, ja durchaus ähnliche Probleme haben, hoffe ich, dass das dazu führt, dass die Qualität einfach auch einen entsprechenden Sprung macht. Und vor allen Dingen, das kann ich auch in anderem Zusammenhang noch sagen, die Zusammenarbeit der Häuser. Wichtig ist, dass wir uns mal ganz grundsätzlich überlegen, wohin das Welterbe eigentlich steuern soll. Es gibt nicht nur den historischen Harzer Bergbau, es gibt Bergbau in der ganzen Welt in unterschiedlichsten Formen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Veränderungen ja noch nicht zu jedem durchgedrungen. Ich denke, es ist sozusagen der erste Schritt gemacht. Es steht ein Konzept, es steht die Basis, auf dem das Ganze neue fußen könnte und auch sollte. Das ist alles da. Aber bis tatsächlich auch jeder das so mitbekommen hat, der sich nicht mit eingebracht hat und keine Eigeninitiative gezeigt hat, das wird mit Sicherheit noch einige Zeit dauern und mit Sicherheit auch einige Kosten noch verursachen. Wo haben wir die großen Zielgruppen, die wir ansprechen können? Ja, also zum Beispiel die Instagrammer. Idee wäre vielleicht Geschichte und Geschichten und Gedichte. Also für mich kommt tatsächlich als Lehrer eine Relevanz ins Spiel, die sich auch durch Trafo in starker Weise vertieft hat, nämlich, dass ich die Möglichkeit habe, Jugendliche an die Regionalgeschichte heranzuführen. Das ist für mich sehr wichtig. Ich stehe eben auf dem Standpunkt, dass aus der Regionalgeschichte heraus sich auch die sogenannte große Geschichte sehr gut erschließen lässt. Sie sind schon ein wirtschaftlicher Faktor, einfach weil sie ein touristisches Highlight darstellen und auch massiv angesteuert werden. Die wichtigste Funktion ist für mich allerdings, dass dieses Museum der Ort ist, wo sich so etwas wie
regionale Identität festmachen lässt. Wir leben hier in einer Landschaft, die es nicht leicht hat. Sie ist sehr schön, aber dafür kann man sich nichts kaufen. Sie ist aber halt so überprägt von einer Monostruktur namens Bergbau, was oft vergessen wird, auch in der Bevölkerung. Und sich hier an diese Geschichte zu erinnern, gar nicht unbedingt im Sinne einer Glorifizierung, sondern im Sinne der Wahrnehmung, warum die Strukturen hier so sind, wie sie sind, ist für mich sehr wichtig und aktiviert nach meiner Überzeugung doch bei so manchem in der Bevölkerung einfach den Wunsch, sich für diese Gegend, die Region und die Stadt zu engagieren. Wir haben ein tolles Konzept, jetzt muss das nur noch in den Weg gebracht werden, dass das auch umgesetzt werden kann. Und da ist natürlich die Finanzierung ein Kernpunkt, den man klären muss. Und wenn man sozusagen die Finanzierung geklärt hat, dann können wir das umsetzen, was wir bisher so schon mal im Petto haben. Für mich ist natürlich erstmal ganz profan von Bedeutung, dass wir eine finanzielle Grundausstattung bekommen, die dieses Haus, aber eben auch die anderen Trafo-Häuser sicher für die Zukunft macht. Wenn das gewährleistet ist, und ich meine, der Trafo-Prozess ist so unumkehrbar, dass man jetzt zum Beispiel von Seiten des Rates oder des Landkreises als ebenfalls Geldgeber nicht einfach sagen kann, wir stoppen das Ganze, dann hoffe ich sehr auf eine noch stärkere Vernetzung der Häuser. Die Fahrkunst in Andreasberg, man kann sie sehen, man darf da nicht mit rein. Wer aber gerne große war mit solchen Rädern, sind mit der Pferd zum Knesebeck und so. Und 19 Lachterstollen auf jeden Fall, weil wer es authentisch erleben möchte, der muss schon in den Stollen rein und sich auch das Rad da unten mal angucken. Zunächst steht ja der große Umbau sowohl in der Bausubstanz wie auch in der Gestaltung der Ausstellung an. Und danach ist zum Beispiel auch der besondere Zusammenhang zwischen den verschiedenen Objekten, also beziehungsweise von den verschiedenen Orten hier im Weltkulturerbe geplant, sodass zum Beispiel das Oberharzer Bergwerksmuseum mit den anderen Einrichtungen enger zusammenarbeitet und so, dass sich alle ergänzen und keines quasi einen Einzelkampf führt, sondern alle zusammen Wissen weitervermitteln in einer Gesamtheit.